Nehmen, im Gegenteil. Ich freue mich, wenn das jemandem hilft. Und das mache ich schon mein Leben lang. Und erst seitdem ich die Droge habe, und jetzt kommt wieder die Droge ins Spiel, habe ich meinen Körper wieder so weit gebracht, dass ich das, was ich in mir habe, nach außen bringen kann. Das kann ich nur erklären, dass die Droge von Gott so erschaffen wurde. Aber wenn man ein böses Herz hat, oder religiösen Geist hat, oder irgendwelche Todsünden macht, oder einen schlechten Charakter hat, oder ein schlechtes Umfeld hat, wird man verleitet, kommt in Gefahr. Ob man die Bibel hat oder die Droge. Beides hat bei mir sehr gut eingeschlagen, die Bibel und die Droge. Ein Gutes in mir vollbracht und in mir hervorgebracht. Die Bibel hat länger gebraucht und Marihuana und die anderen Drogen gingen schnell, dank der Bibel. Weil sonst würde ich mich verlaufen und verzetteln wie alle anderen. Deshalb sage ich jedem Menschen, lest einmal die Bibel durch, also schaut euch mal Jesus-Film an. Das wird euch eine Ausrichtung im Leben geben, damit ihr euch nicht der Masse verleiten lasst, der Masse mitzumachen oder dem Kollektivgeist, dem Gruppengeist. Das ist ja die Matrix. Das ist ja der Teufel. Und ich studiere das in Bereichen mit Leuten, die total frei sind. Drogen nehmen in der ganzen Welt und ich plane das nicht, damit das ja nicht, wie nennt man sowas, voreingenommen ist. Das ist von Gott geführt, wirklich. Aber um so zu sein, muss man sich vollkommen lösen, mit dem Hier und Jetzt sein oder es beherrschen. So bin ich Meister meiner Gefühle und meines Lebens. Aber das habe ich nur Gott zu verdanken. Und Jesus Christus, also wenn jemand sagt, okay, ich möchte dir von dir was lernen, kannst nur was lernen, wenn du das Erste lernst. Das Erste heißt wirklich Jesus Christus ernst nehmen. Er wird noch viel hier Bewegung bringen und er ist wirklich ein König. Es ist wirklich ein Geist, ja, ein Gott, nicht von dieser Welt. Ja. Und es sind auch Engel da, und Außerirdische und alte Götter, es gab alles. Und Jesus spielt da genau seine Rolle mit. Und er ist nicht irgendeiner unter vielen, sondern der Einzige, der den Tod und auch die Sünde besiegt hat. Das heißt, die Strafe, die Versklavung. Man sagt auch, eine Täuschung und ein Kidnapping der Geschöpfe Gottes im Prozess der Schöpfung. Und eine Einmischung und Manipulation durch Gentechnologie. Wesen, die unsterblich waren, von außen gekommen sind, Erich von Däniken, hat alles studiert. Alles habe ich studiert. Und alles habe ich als Kind schon gewusst und mich damit beschäftigt, weil das eine Berufung ist. Und so erkennt man die Berufung. Das Herz spricht, das Herz leitet, das Herz arbeitet daran. Und das ist der Weg. Man braucht die Bibel nicht unbedingt. Man sollte sie gelesen haben. Aber wenn man die Bibel liest und das Herz nicht einschaltet, dann bringt die Bibel auch nichts. Aber wenn man die Bibel mal gelesen hat oder sich mit guten Menschen umgibt, die das ernst nehmen, diesen lebendigen Glauben haben, so wie ich das habe, dann aktiviert sich der Glaube bei anderen und der Segen Gottes kommt. Und das habe ich schon so oft erlebt. Ja, ich habe viele Länder jetzt erlebt. Und wenn bei Skyway dann Dividenden kommen, da ich jetzt ohne Geld lebe, ohne gar nichts. Und es kommt bald, ja, das entwickelt sich hier sehr, sehr gut. Jetzt ist halt diese Zeit der Transformation der Mächte, der Widerstand der Mächte und so weiter. Da ist überall alles angespannt. Alles in der Gesellschaft sehr verplant. Ja. Ja, Jahrzehnte voraus. Straßen, alles, Architektur, Landschaften. Und da eine neue Technologieinfrastruktur, die wirklich hilfreich ist, noch in der Zukunft. Es wird sich viel tun, viel Bewegung in der Erde, im Wasser und so weiter. Meeresspiegel, da wird die Technologie die einzige sein, die da hilft, auch Erdbeben und so weiter und so weiter. Und verschiedene Hitze und so weiter. Eine Alternative zu der Beherrschung durch Parasiten. Mit ihren Technologien, Straßentechnologien. Und sie geben nicht nach. Das ist ein Kampf. Und wer beteiligt sich daran? Aber es läuft alles gut, weil Gottes Segen dahinter ist. Und das ist, was jetzt passiert. Deshalb, wenn das dann läuft,